Surgeon Simulator Folge 8. Bei der Augenoperation wird Reflex gebraucht. Was haben wir hier? Ein Nasenschneidegerät? Oh, da hinten ist schon ein Rollstuhl. Okay. 4:09 immer noch mittlerweile. Und ja, herzlich willkommen zurück erstmal. Huch. Oh, er hat ein Auge zu. Du sollst beide auflassen, hallo? Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Ja. Ist doch alles. Ja. Ei, du bist ja. Ja. Das kriegen wir schon hin. So, wir müssen eben, glaube ich, irgendwie die Brille abnehmen, wenn ich das richtig. Komm her. So, ne? So. So, die Hand auf die Brust hilft immer. So, genau, so. Wie sollen wir denn da operieren? Wir können doch nicht einfach durch die Brille. Wer sagt denn sowas? Reflex, wer sagt denn sowas? Huch, da geht doch schon meine Uhr flöten. Ja, liebe Leute, kleine Kinder bitte jetzt weggucken, das ist nicht für schwache Nerven. Alter, die bohre ich jetzt erstmal die Iris aus dem Schädel. Huch, oh. Alter, wer setzt ihm denn eine Brille auf, wenn er eine Augen-OP kriegt? Hallo? Wer macht denn sowas? Huch. Nee, so natürlich nicht. Wer setzt denn bei einer Augen-OP eine Brille auf? Das muss mir mal einer verraten. Lässt du meine Finger los? Lässt du meine Finger? Wie aber auch schielt jetzt gerade. Ist das ein herrliches Bild? Ja. Dich kriegen wir schon irgendwie wieder hin, Bob. Ich suche gerade mal verzweifelt die Spritze, die ich jetzt gerade nicht finde. Wo ist sie denn? Ah, hier sind die diesmal drin. Okay. Huch. Das ist natürlich auch nicht schön. Na, super. Ja, er verliert doch schon so viel. Mann, nimm den scheiß Becher weg da. So. Erstmal rein damit in die Birne. So. Und nochmal, so. Aber da muss mir mal einer sagen, wer setzt denn bei einer Augen-OP jemanden eine Brille auf? Also das verstehe ich nicht. Wie soll man denn da vorgehen? Und ich frage mich auch vor allen Dingen, hoch, sind das schon die Augen, die hier rumliegen? Vor allen Dingen, was sollen wir denn da machen? Ich verstehe das gar nicht. Huch. Ach, kriegt er so ein Glasauge hier mit so einer 8 drauf? Das ist natürlich cool. Wie soll das denn funktionieren? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es doch. Hallo? Nimmst du wohl das Auge? Das. So, nimm das Auge. Mein Gott. So, hier ist ein ganzen Becher voll Augen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Wie nimmt man eben denn die dämliche Brille ab? Hallo? Nimmst du mal die Scheißbrille. Okay, also. Brachiale Methode. Erstmal haben wir eine Birne. Und erstmal die Brille kaputt machen. Würde ich jetzt noch behaupten, ne, oder? Ist die Brille doch weg, ne, oder? Nee, doch nicht. Noch nicht. Oh. Ja, jetzt. Ah. Brillant brilliert. Okay. So, jetzt kriegt er die Augen-OP. Das heißt, jetzt kriegt er erstmal das erste Auge eingesetzt. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Oder? Nee. Okay. Ich mache ihn einfach hier oben so als Zyklop, einfach auf der Stirn, einfach ein Auge. Ich weiß auch gar nicht, wie kriegen wir denn die anderen Augen raus? Mit der Pinzette vielleicht? Mit dem Nasenschneidegerät? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen die Nasenhaare schneiden. Wie geil er auch den Rasierapparat hält. Finger nach oben und man wird dich loben. Haha. So. Also nehmen wir mal ein Skalpell. Oh, wir nehmen direkt zwei Skalpells. Ja. Oder ist das eine Pinzette? Ich weiß es gar nicht. Oh, das sieht so. Hei. Das ist gar nicht. Hallo? Das ist gar nicht so einfach.
Das ist gar nicht so einfach. Der Rasierer läuft übrigens immer noch. Ich weiß gar nicht, wo er ist. So, und jetzt wird's brutal. Also, liebe Kinder, bitte weggucken. Sowas macht man nicht. Boah, Alter. Alter, sieht das. Alter, das geht mal gar nicht. Also, wenn so mein Optiker oder beziehungsweise mein Augenarzt mit mir rumpopelt, den erschlage ich. Das kann doch... Huch. Er suppt ein bisschen, aber es geht schon. So, irgendwie müssen wir ja... Oh, immer rein damit in das Auge. So. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir geben ihm nochmal die Spritze. Ja. Huch. So, Spritze. Spritze. So. Spritze. Pritsche. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht mit der Pinzette irgendwie das Auge da rauskriegen. Also habe ich jetzt mal das Gefühl, dass man das machen muss, damit ich weiß es selber, wie gesagt. Na, das Skalpell baumelt aber auch da drin. Mein Gott, was muss man denn tun? Ich weiß es auch nicht. Hallo? Muss doch irgendwie... Es gibt's doch nicht. Muss doch irgendwie... Muss doch irgendwie die Augen da rauskriegen, oder? Mit der Pinzette, oder wie macht man das? Oder muss man ihn dafür den Kopf absägen? Wäre eine Alternative. So. Wäre jetzt mal eine volle Alternative, weil dann geht's am einfachsten. Ne? So. So, immer schön in die Brust rein. Ja. Ja, ist ja gut. Sag mal, lass los da. Wie er guckt. Wie er aber auch guckt. Nein, die Spritze. Komm her, Spritze. Huch, huch. Bleib hier. Nein. Ich finde es ein tolles Bild, wie er guckt. Ich glaube, das ist super. Daumen hoch. Kann er nicht Daumen hoch machen? Du bist cool. Du bist cool. Was ein hübsches Bild zum Ende. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wie die Augen-OP funktioniert. Die Gehirnoperation hat ja super funktioniert, aber Augen-OP? I don't know. Wir werden uns noch mal ein bisschen bemühen, das Ganze noch mal ein wenig ordentlicher zu machen. Also, ich würde jetzt mal behaupten, vor allem frage ich mich gerade, warum setzt man dem eine Brille auf? Das muss man jetzt erst echt mal einer mal sagen. Und was ist das hier überhaupt? Kann man das benutzen? Was? Nein! Das ist ein Laser! Wie geil ist das denn? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Häng den wieder ein! Häng den wieder ein, Reflex! Häng den wieder ein! Nein! 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 Herzlich willkommen bei Final Destination! Wow! Ach du Scheiße! Wow! Wow! Vorsicht! Wow! Ist das normal, was hier passiert? Ja, ist alles normal. Alles super, alles schön. Wow. Huch, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo? Hallo, komm her. Huch. Sag mal, wo laserst du denn hin? So, du sollst doch wieder da eingehangen werden. So. Soll er wieder reingehen. So. Mann, bleib... Ah! Hallo? Der lasert sogar meine Uhr weg, das Ding. Ist er... So. Also, jetzt nochmal von vorne. Das Ding soll da rein. So. Es läuft auf Hochton übrigens. Meine Hand fängt schon an zu qualmen, weil es so heiß wird. So. Wunderbar. Kann man es auch ausschalten? Ja, Gott sei Dank. Dann schmeißen wir es mal weg, das Ding. Dann brauchen wir nicht. Aber wir müssen... Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Klappt schon gleich wieder. Ganz... Immer mit der Ruhe. So, müssen wir erstmal jetzt gucken, dass wir jetzt hier erstmal die Spritze verpassen, ne? So, das heißt erstmal die Spritzen ausschütten. Ne? So. Huch. Nein, 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 nein. Ah, super. Huch. Was? Warum spielen die Geräte jetzt alle verrückt? Hallo? 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 Kann ich mit der Flasche nicht hier die Brille kaputt hauen? Ey, das geht sogar. Wie cool ist das denn? Da verletze ich ihn wenigstens nicht mit. Wie geil ist das denn? Ja, ich kann ihn leider nicht die blutstillende Spritze geben.
Aber ich kann mit der Kunststoffflasche die Kunststoffgläser kaputt hauen. Anscheinend. Zumindest ging es gerade noch. Jetzt geht's nicht mehr anscheinend. Okay. Mir geht der Bohrer auf den Senkel. Den ich jetzt erstmal gepflegt entsorge. So. Nehmen wir doch mal den Hammer. Vielleicht. Entschuldigung. Oh, hoppala. Entschuldigung. Tut das weh? Tut das weh, wenn ich das mache? Wenn ich das hier tue? Hallo? Huch. Ja, aber ist jetzt mal ganz ehrlich. Wer setzt denn einen Patienten bei einer Augen-OP eine Brille auf? Hallo? Hast du dich überhaupt rasiert? Lass dich mal anschauen. Hast du überhaupt rasiert? Ja, hast du. So. Also, wir müssen die Augen weglasern, so wie es ausschaut. Jetzt habe ich das mal überhaupt gesehen. Oh, wie soll ich denn in die Augen zielen? Funktioniert das überhaupt, was ich da tue? Das sieht nicht richtig aus, was ich da mache. Anscheinend sieht das. Huch! Ich weiß doch gar nicht, wie ich den Laser anders greifen soll. Hallo? Huch, Entschuldigung. Hallo? Kommst du zu Papa? So, jetzt die andere Seite noch, ne? Andere Seite noch weglasern. So. Ich weiß gar nicht, wie lange muss man denn da drauf halten? Reicht das schon vielleicht? Kann das sein? So. Huch. Ach, das war's ja schon. ja, keine Ahnung. Augen-OP, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde da doch nochmal in der Pause ein wenig üben. Das ist, glaube ich, noch schwieriger wie die Herzoperation oder die Nieren-OP. So wie das ausschaut. Und da brauche ich doch ein wenig Übung drin. Wie schön aber auch der Laser jetzt da hin und her schwingt. Also im Hintergrund spielt übrigens wieder der Professor. Der Operateur. Doktor. Die Augen-OP lief nicht so toll. Doch bald kommt die neue Folge Surgeon Simulator. Wenn ihr das möchtet, schreibt's in den Kommis. Ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns wieder. Und Dr. Flex ist dabei. Und jetzt verabschiede ich mich von euch mit diesem kleinen Lied. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.